Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder ein neues Review und zwar geht es um den Film Knox Goes Away. Ja, der neue Film mit und von Michael Keaton, hier seine zweite Regiearbeit. Ja, Film erscheint übrigens am 24. Mai direkt auf Amazon Prime. Bei uns kommt er nicht ins Kino, sondern landet gleich bei Amazon Prime. Ja, worum geht es denn jetzt überhaupt in Knox Goes Away? Ja, Michael Keaton spielt einen Auftragsmörder, wo sein letzter Auftrag so ein bisschen schief läuft. Er kann sich mehr ganz zu seinen Spuren verwischen, merkt aber auch, dass ihm irgendwie ja so Gedächtnislücken, er sich an Sachen nicht mehr erinnern kann, geht zum Arzt und bei ihm wird eine ja fortschreitende Demenz ja diagnostiziert, wo er nur noch wenige Wochen hat, bevor er ja halt, wie gesagt, komplett ja dein Wissen alles verliert, sozusagen komplett dement wird. Ja, plötzlich passieren aber noch Sachen in seinem privaten Umfeld. Sein Sohn taucht auf, der ja Schwierigkeiten hat, in was reingeritten wurde und er will das jetzt alles noch ja in seinen letzten Tagen, in dem er weiß noch, was los ist sozusagen im Kopf, will er das irgendwie alles noch gerade biegen, was ihm natürlich ja erschwert wird, dadurch, dass er halt sehr schnell ja die Demenz hat und nicht mehr klar bei Verstand ist teilweise. Ja, das klingt erstmal schon mal nach einer ja, wirklich spannenden Geschichte, mal ein bisschen was anderes. Also natürlich mit dem Auftragskiller, der raus will und so weiter oder sowas in der Art, haben wir ja alle schon, gibt es ja wie Sand am Meer, aber durch diese Demenz haben wir doch mal so eine andere Ebene, die so das Ganze so ein bisschen auch spannender gestaltet, wenn er sich so in gefährliche Situationen begibt und wie er dann so, oh, schafft er das jetzt und er dann so wieder so einen Anfall kriegt und gar nicht genau weiß, wo ist er jetzt oder so. Ja, bringt das nochmal so einen gewissen Punkt an Spannung rein, hat auch so ein bisschen so eine Kriminalgeschichte. Ja, wie gesagt, die Polizei ist ihm ja schon auf den Fersen. Er versucht, wie gesagt, das Ganze ja hinzukriegen, sozusagen seinen Sohn da raus zu boxen. Dann kommen dann so ein paar Kriminalsachen noch raus und wir erfahren ein bisschen mehr über ihn, was ist er für eine Person, was eigentlich alles wirklich gut in Dialogen ja uns gezeigt wird. Wie gesagt, Michael Keaton ist ja auch ein guter Schauspieler. Unter anderem haben wir ja hier auch noch Al Pacino in seiner kleinen Nebenrolle mit dabei. Wie gesagt, Al Pacino müssen wir nicht groß was sagen, ja. Ein grandioser Schauspieler und ist hier auch in jeder Szene wieder brillant. Ja, so dass der Film jetzt, ich sag mal, kein Meisterwerk ist, aber trotzdem eine gewisse Spannung hat, so ein bisschen mit diesen Krimi-Aspekten hier doch wirklich, ja, auch mal ein bisschen was anderes ist und wirklich, ja, weit zu unterhalten einfach. Ja, ist jetzt natürlich auch kein Action-Feuerwerk. Natürlich kommen ein paar Action-Szenen drin vor. Wie gesagt, Michael Keaton ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Aber, wie gesagt, ich fand den Film wirklich unterhaltsam, coole Geschichte. Kann ihn wirklich, schaut euch einfach den Trailer an. Wenn euch der Trailer zusagt, schaut ihn euch an. Wie gesagt, ich fand den Trailer schon ansprechend. Wie gesagt, ist ab 24. Mai auf Amazon Prime verfügbar. Von mir kriegt der Film hier ganz solide 3 von 5. Schreibt mir gern unten in die Kommentare, wenn ihr den Film gesehen habt, wie er euch gefällt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mein Abo da. Gebt gerne mal einen Daumen nach oben. In diesem Sinne soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.